9 Punkte aus 10 Partien. Und auch in der Hauptrunde war richtig gut unterwegs. Belegte in der Gruppe A den zweiten Tabellenplatz hinter Martin Schindler. Punktgleich mit 10 Punkten aus 14 Partien. Einzig und allein die bessere Leg-Differenz von Martin Schindler hat den Gruppensieg von Christian Bunse verhindert. First game on. Und jetzt treffen die beiden Jungs hier aufeinander. Christian Bunse, 26 Jahre alt. Max 100. Hopp, 24. Und Max Hopp, auch das haben wir im Interview von Christian Bunse gehört. Der hatte 100. Einen rabenschwarzen Start in die Hauptrunde. Stand nach den ersten 9 Partien bei gerade mal 2 Punkten. Und dann begann gestern der Endspurt für den Maximizer. 5 Siege aus seinen letzten 5 Matches. 6-5 gegen Dragutin Horvat, 6-3 gegen Nico Springer, 6-3 René Adams, 6-2 gegen Manny Bilder und zum Abschluss noch 99. Ein 6-2 Erfolg gegen Kai Gotthard. Das hat ihn hier noch mit ins Viertelfinale gespült. Und wir finden in dieser Partie heraus, ob das so ein bisschen den 58. Knoten geöffnet hat vielleicht beim Mann aus dem hessischen Idstein. Unweit von Niedernhausen. 132. Da, wo wir zu Gast sind für die diesjährige Super League. Und dann auch vom 24. bis zum 27. April die Super Series der PDC. 96. Max, you require 170. Und Max Hopp steht nach 9 Darts bei 170 Punkten Rest. Könnte das erste Break werden für den Maximizer. Der erste passt gut. Zweite ist knapp drunter. 98. Christian required 164. Und Christian Bunse hier ganz knapp vom 164er Finish entfernt. Hätte hier beinahe Max Hopp die Break-Chance unter der Nase weggeschnappt. Ein Dart bekommt der Maximizer für Tops. Und ist sofort zur Stelle. 15 Darts für Hopp. Second leg, it's Max to throw first. Zum ersten Break der Partie. Und das wirkt alles schon so ein bisschen selbstbewusster als das, was wir von Max Hopp 134. An den ersten 4 Tagen hier im Stream gesehen haben. Vielleicht hat ihn diese Zitterpartie von gestern, nachdem die jetzt gut über die Bühne gegangen ist, auch aus seinem kleinen Loch so ein bisschen rausgeholt. Das sollte ihm doch Selbstvertrauen gegeben haben, dass er unter so viel Druck so performen konnte, wie er es dann gestern zum Abschluss gemacht hat. 96. Christian Bunse, der gebürtig aus Paderborn stammt, mittlerweile wohnhaft in Korbach in Deutschland. 100. Hatte die Tourcard für 2 Jahre lang inne, musste sie Ende letzten bzw. Anfang diesen Jahres abgeben. 133. Max, you require 170. Stand dreimal im Achtelfinale eines Pro-Tour-Events, einmal 2019, zweimal 2020. Max Hopp bekommt währenddessen die zweite Chance auf die 170, kann das hier aber nach dem ersten Dart 58. nicht mehr erledigen. Christian required 132. Christian Bunse, 132er Finish, Triple 19 fürs Bullseye. Und der erste wäre vielleicht gar kein schlechter Marker gewesen. 60. Für den Max roten required Board 112. Stattdessen kommt Max Hopp nochmal zurück für 112 Punkte. Dem ist der Fokus anzusehen, die Konzentration. Augen fest auf die Triple 20 gerichtet. Die erwischt er, Doppel 16. Um das Break direkt zu bestätigen. 96. Der ist knapp vorbei. Fischer require 72. Erster High Finish dieser Partie gewesen. Und Bunse mit der Chance, den direkten Return zu schaffen.
Aber 32. Das gelingt ihm nicht. Verpasst hier 16. Zweimal im Grunde die anvisierte game große shot Zahl. And the second leg, Max Hopp. Third leg is Christian to throw first. Und Max Hopp kann on. Es nutzen in 16 Darts zum 2:0. Christian Bunse, der vier Partien im Laufe der Hauptrunde verloren hat, die über 91. die letzten zwei Tage am Montag und am Dienstag stattgefunden hat, musste sich Nico Kurz mit 6:5 geschlagen geben. Florian Hempel mit 6:2. Marcel Gerdon konnte einen 6:4 Sieg holen. 57. Und auch Marco Obst hat hier gestern im Stream einen 6:2 Erfolg verbuchen können gegen Bunse. 100. Und so wie mir zugetragen wurde, 96. war das Ausbullen der beiden vor der Partie eine richtig, richtig enge Angelegenheit. Haben einige Durchgänge gebraucht, um letztendlich 54. hier festzustellen, wer die ungeraden Legs beginnen darf. Am Ende war es im sechsten Durchgang Christian Bunse, der das Bullseye traf. Max Hopp traf nur 60. Single Bull. Und somit Bunse mit dem kleinen Vorteil hier auf dem Weg zu 9 gewonnenen Legs jeweils die ungeraden Durchgänge beginnen zu können. 100. Also wenn es dann hier auch in der Partie ähnlich knapp zugeht wie beim Ausbullen, dann sollte diese Partie doch ein bisschen länger dauern als das erste Viertelfinale, 94. was wir gerade eben zwischen Max Martin Schindler 156. und Nico Springer erlebt haben. Max Hopp verpasst die 156. 86. Christian required 94. 94 Punkte für Bunse. Versucht das übers Bullseye anzugehen. Trifft die 15. Bleibt bei 79 Rest. Jetzt muss es schon ein Triple sein. Das hat er. Doppel 11. Ja, der 83. rutscht ihn da ab nach innen. Max you require 70. Und Hopp bekommt die nächste realistische Break-Chance. Aber der erste Dart. Unangenehm für ihn. Bullseye. 45. Christian require 11. Und Bunse mit der Möglichkeit. 3 für die Doppel 4. Guter Marker für ihn. Sollte er nutzen können. Game jawohl, shot so ist es. And the third leg, Christian Bunse. Fourth in 21 Darts holt sich Bunse on. Sein erstes Leg der Partie. Und kann hier erstmal Schlimmeres verhindern. Es bleibt beim einen 57. Break Vorsprung für den Maximizer. Wir warten noch auf die erste 180 dieser Partie. Da war gerade eben bei Martin Schindler gegen Nico Springer, besonders in der Anfangsphase, 60. ein bisschen mehr los, was die Maxima betraf. 140. Auch vom Average her das Ganze hier noch nicht in den Sphären der ersten Partie, aber Christian Bunse scheint hier langsam den Rhythmus zu finden auf die Triple 20. Auch wenn die ersten 9 Darts von Bunse 60. sehr, sehr gut aussehen bisher. Knapp 104 Punkte im Schnitt bei Max Hopp. Das Ganze noch nicht so hoch. Steht bei 90 Punkten nach den ersten 9 Darts. Dafür die Doppelquote mit 2 aus 4 Versuchen. Sehr, sehr anständig. Für den 24-Jährigen, der im August Geburtstag feiert. 100. Christian require 164. Und jetzt hier 6 Darts für Christian Bunse. Für 164 Punkte Rest. Und er könnte alles wieder in die Reihe 60. bringen. Könnte dann das letzte Leg vor der Pause eröffnen. Aber jetzt kein Triple getroffen von ihm. Und wenn Max Hopp
jetzt eines 60. trifft, aber auch Christian, der Maximizer bleibt ohne Erfolg auf die Triple 20. Triple 18 für Doppel 16. Nein, bleibt bei 68 Punkten Rest. Und der letzte, der 96. ist dann wieder gut. Der erhöht den Druck Max, aufs Maximale für den Maximizer. 164 Punkte, die werden es wohl sein müssen. Vielversprechender erster Dart. Der zweite ist knapp drunter. 96. Christian, you require 8. Und jetzt Bunse mit den Break-Chancen. Oh, der ist relativ weit vorbei. Muss jetzt da hoch auf die Doppel 1. No und auch score. Der ist weit unten drunter. Max, you require 68. Und Hopp bekommt die nächste Chance, um, wie gerade eben, Christian Bunse mit 21 Darts seinen Anwurf game zu shot halten, and the fourth leg, braucht nur 20. Fifth leg, it's Christian to throw first, game on. Und jetzt ist ein bisschen Druck da für Bunse. Wird das hier vermeiden wollen, wie gerade eben Nico Springer mit 1:4 in die Pause 83. gehen zu müssen. Möchte mit dem positiven Gefühl eines Leggewinns und mit 3:2 noch in Schlagdistanz zu sein. Dann gleich kurz durchschnaufen. Bunse, das hat man dem hier an den letzten Tagen angemerkt. 100. Der ist sehr, sehr froh, dass er sich hier besser präsentieren konnte als noch bei der Super League 2020. Da ist er in der Gruppenphase als Vorletzter 100. rausgegangen, konnte aus seinen 14 Spielen damals nur 4 Punkte holen. 140. Was er uns bisher hier in Niedernhausen gezeigt hat, auf einem ganz anderen Level. Auch wenn er, so hat er uns im Interview erzählt, ohne große Ansprüche, ohne 100. große Erwartung hergefahren ist. Auch für ihn aufgrund der Corona-Krise ja sehr, sehr schwierig, direkte und 59. persönliche Spielpraxis zu bekommen. Hat mir vor der Partie noch erzählt, dass auch er sich eines dieser elektronischen Dartboards zugelegt 100. hat, mit denen man dann online gegen andere spielen kann. Das hat er dann ein paar Mal gemacht. Aber so wirklich scheint das nicht das Ding von Christian Bunse zu sein, der jetzt hier aufpassen muss. 100. Max Hopp bekommt auf 86. jeden Fall eine Chance auf die 86 Punkte. Sollte, wenn nichts ganz Unerwartetes passiert, zumindest einen Dart auf Bullseye bekommen. Kriegt zwei für die Doppel 16. 54. Lässt zwei Break-Chansen aus. Christian, ja, und das, die erste Reaktion vom Maximizer. Das wäre wichtig gewesen in dieser Situation, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Tops für Bunse. 40. Auch er lässt die Chance aus. Und der Maximizer kriegt drei Darts auf die Doppel 16 für die 4-1-Führung zur ersten Pause. Genauso macht das. 16 Darts zum Break. 4:1 für den Maximizer. Willkommen zurück zum zweiten Viertelfinale der Hülo PDC Europe Super League 2021. 4:1 führt Max Hopp gegen Christian Bunse nach der ersten Pause. Ja, und das scheint jetzt auch alles in der Reihe zu sein. Und an meiner Seite jetzt hier in der Kommentatorenbox der Mann, der sich aus erster Hand anschauen möchte, wer sein Gegner im Halbfinale wird, Martin Schindler. Martin, grüß dich. 80. Guten Tag. Ja, auch nochmal raus an alle. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und das natürlich auch zu Recht nach deinem 9:1 Sieg gerade eben gegen Nico Springer. Kraft gespart, so kann man sagen. 100. Schon in gewisser Art und Weise, aber das war natürlich auch ein Spiel unter viel Anspannung, fand ich. Also Nico, der hat es mir echt nicht einfach gemacht. Umso besser für mich, dass ich dem halt wirklich standgehalten habe und auch immer ihn bestrafen konnte, wenn er mal wirklich was ausgelassen hat. Da sagt man natürlich nicht Nein zu. Ja, ich glaube auch die einzigen Momente, beziehungsweise der einzige Moment, wo du ein paar Doppel hast liegen lassen. Das war dann im 10. Leg. 21. Die, glaube ich, 5 Matchstarts, die du verpasst hast. Aber mit dem 6. hast du dann alles ausgebügelt. Da war auch genug Zeit in dem Moment. Ja, und Max Hopp, es scheint hier
100. Ein bisschen so zu sein, als ob ihm doch, nachdem er sich hier ins Viertelfinale hat spielen können, so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen ist und er hier ein bisschen befreiter aufspielen kann. 57. Auch wenn Christian noch nicht auf dem Level ist, wo er die letzten Tage gewesen ist, auf dem Level, mit dem er auch dich zweimal geschlagen hat, der einzige im Event, der dich zweimal besiegen konnte. 97. Also ich habe mir wirklich auch gerade gestern mit Christian so ein Spitzenspiel geliefert und da ging es dann auch wirklich nur noch um die fünfte Runde. Also wer schafft, sein Leg zu holen in der fünften Runde, und wenn du es nicht getan hast, wurdest du bestraft. 96. Aber da fehlt bisher noch einiges bei ihm. Also gerade von der Konstanz her lange nicht so unterwegs wie die letzten Tage. Max Hopp, der hat jetzt Zeit für 124 Punkte Rest. 92. Christian Bunse schafft das hier nicht, Druck aufzubauen auf den Anwurf von Maximizer. Und das wird er jetzt machen müssen irgendwann, denn er ist zwei Breaks hinten. 180. Maximum. Das erste 32. Maximum der Partie. Game shot and the sixth leg, Max Hopp. Aber der Maximizer unbeeindruckt. Christian to throw first, game on. Zweiter 16 Data in Folge für ihn. Zur 5:1 Führung. Das ist jetzt schon so der Bereich, Martin, da muss man aufpassen, dass einem jetzt das Spiel nicht komplett entgleitet. Jetzt muss Christian Bunse irgendwie dazwischengrätschen, irgendwie reinkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, sollte er das Leck hier verlieren, dass er sich davon noch erholen wird. 60. Weil, wie du schon sagtest, jetzt sind zwei Breaks hinten und ein drittes Break noch dazu. Gerade bei der Distanz, also Max hat schon 50% jetzt geschafft. Das darf Christian jetzt nicht passieren. 180. Aber das sind super Darts. Platz sparend da in die linke Ecke der Triple 20. Hätte sicherlich noch den einen oder anderen auf der rechten Seite unterbringen können. 140. Für mich finde ich auch, dass Max im Vergleich zu der Partie, die ich gestern auch mit dir hatte, gegen Dragutin Horvat, wirkt er wesentlich entspannter als vorher. Also 58. Ich glaube, das ist schon wirklich so, wie du sagst. Der ist echt froh darüber, da noch durchgekommen zu sein, weil es schon ein bisschen auch an eine Art Wunder gegrenzt hat, weil echt die Karten gegen ihn gestanden haben. Aber hier, man sieht's. 180. Max Hopp will hier Christian Bunse in nichts nachstehen. Auch er jetzt mit seinem ersten Maximum der Partie. 56. Max, you require 121. Das ist schon die nächste Break-Chance für den Maximizer. Und ich finde, man sieht es auch, das, was du angesprochen hast gestern, bei seinem Wurfstil, dann, wenn er angespannt ist, dass er dann anfängt, die Darts unter die Triple 20 zu ziehen. Das 49. Erleben wir hier bisher noch nicht Christian so häufig. Require 150. Und auch hier wird es wieder eine Breakchance geben bei 150. Da brauchst du drei perfekte Darts für, um die auszumachen. 96. Max, you require 72. Und die werden es nicht. Die sind es nicht für Christian Bunse. Toller erster Dart. Doppel 12. Eiskalt vom Maximizer, der die Faust ballt. 6:1 für ihn. It's Max to throw first. Game on. Das dritte Mal, dass Christian Bunse seinen Anwurf nicht ins Ziel bringt. Er schüttelt da mit dem Kopf. Die Partie, die läuft vorbei an ihm bisher. 100. Und jetzt muss es gefühlt schon eine Serie sein von hervorragenden Legs am Stück. Weil Max 100. wird sich daran orientieren, seine Legs mit 15 bzw. 18 Darts von vorne zu holen, und dann machst du es dem Gegner schon extrem schwer. Da braucht man auch teilweise echt ein bisschen Magie manchmal am Dartboard. 93. Vielleicht müssen wir Simon Whitlock anrufen. The Wizard für Magie. Da habe ich auch schon bessere Witze von dir gehört. Ah, nun komm. Es ist noch früh. Es ist doch erst das zweite Viertelfinale. Gib mir Zeit. Ja, man sieht es am Average. Also Max ist wesentlich konstanter unterwegs und Christian bei 84 Punkten. Das 59. ist noch lange nicht das, was er spielen kann, was er spielen möchte. Und das macht es echt nicht schwer, weil du weißt auch selber, dass du nicht gut spielst. Da wieder reinzufinden, das ist so, so verdammt schwierig. 58. Und wenn wir schon beim Average von Christian Bunse sind, der war auch deutlich höher bisher im Turnierverlauf. 89,8 Punkte in der Hauptrunde, 88,4 nach der Vorrunde. Also da sind es einige Punkte, die er hier ohne Zweifel in der Lage ist, 41. draufzulegen. Und das wird er machen müssen,
wenn man ganz ehrlich ist, dann braucht er vielleicht jetzt schon das Break in diesem Leg. Ja, dann noch ein, zwei. So, jetzt sollte alles stimmen, jawohl. Callerin Daniela hat alles wieder in die Reihe gebracht. Es ist manchmal aber auch echt verflixt mit diesen Tablets, weil du so schnell da Fehler einbauen kannst, 42. was du halt an einer normalen Schreibtafel halt nicht machen könntest, weil da schreibst du halt genau die Zahlen hin, die du im Kopf hast. Ja, ihr kennt das ja jetzt mittlerweile auch, seitdem Corona Einzug gehalten hat, auch die Proto-Events, bei denen ihr dann selber tippen müsst, wo der Verlierer dann jeweils an Bord bleiben muss. Das ist immer so die Höchststrafe für alle Dartspieler. Nach der Niederlage wieder ans Board zurück und dann die nächste Partie schreiben. Das kann aber auch echt 80. der beste Anreiz sein, den man hat. Nicht zu verlieren. Nicht zu verlieren, weil man nicht schreiben möchte. Beziehungsweise tippen, muss man ja eher sagen. Ja, und hier war eigentlich, das ist immer noch eine gute Break-Chance für Christian. 93. Unter der Voraussetzung, dass Max 74 richtig mitnimmt. 15 gespielte Darts, von ihm 164 Rest. Max bei 18 gespielten Darts, 74 Rest. Der letzte Dart von Max Hopp, der war wichtig, da hat er sich in eine realistische 42. Position gebracht. Sollte zumindest mal einen Dart bekommen. Auf die Doppel-20 erwischt die 11. Das ist der Fehler. 13 jetzt fürs Bullseye. Muss den Umweg gehen. 41. Christian required 122. Mit dem letzten Dart. Und Christian Bunse, der wird wissen, die 122, die müssen es jetzt sein. Braucht die Triple 18 fürs Bullseye. Nee. Gelingt ihm nicht. 90. Max, you require 33. Max Hopp spielt über die 1 für die Doppel 16 und wäre dann nur noch zwei Legs entfernt. 17. Vom Halbfinale, aber Christian lässt zwei Chancen 32. aus. Das muss es jetzt sein für Christian Bunse. Game shot und das and the eighth leg, Christian Bunse. In 23 Darts. Ninth leg, it's Christian zum to draw Break. First game on. Hätte er vielleicht nicht damit gerechnet, dass er mit 23 Darts einen Break schafft, aber ihm wird's wurscht sein, ob mit 23 oder mit 15. 140. Also sowas ist echt dankbar und das muss man jetzt auch mitnehmen. Fängt hier stark an mit der nächsten 140. Das sind manchmal auch Momente, die können einen auch wieder nach oben drücken, weil auch gerade Max weiß, ich will ihn nicht wieder reinlassen. Ja, und Max und du, ihr beiden, ihr kennt euch natürlich sehr, sehr gut. Dreimal zusammen Deutschland beim World Cup of Darts vertreten. Und da hatte man, wenn man euch beide gesehen hat, schon so das Gefühl, ihr seid schon eines dieser Teams, die auch eine sehr gute Chemie untereinander haben. 123. Ja, natürlich, man hat halt auch einfach Spaß zusammen zu spielen, weil das auch menschlich dann einfach passt und klappt und sowas ist auch, glaube ich, wirklich extrem wichtig, wenn man sich da teilweise andere Teams anguckt oder 100. ähnliches, wo denn wirklich Diskrepanzen zwischen den Spielern entstehen, weil sie mit irgendwas unzufrieden sind. Und gerade in einem Mentalsport wie Darts muss wirklich auch alles stimmen und passen. 100. Christian, you require 127. Ja, und dieses Break von gerade eben. Das scheint Christian Bunse Auftrieb zu geben. Steht nach 9 Darts bei 127. Muss hier nicht übers Bullseye gehen. Wird es auch nicht machen, so wie der Blick aussieht. Genau. 95. Doppel 16 stellt er sich. Und Max Hopp kann hier noch nichts ausrichten. 140. Ja, und jetzt muss natürlich Max Hopp gleich seinerseits schauen, dass er Bunse hier nicht zurück in die Partie lässt, aber der muss jetzt erstmal die 32 Punkte nach Hause bringen. Guter Marker. Jawohl. Game shot and the ninth leg, Christian Bunse. Tenth leg, it's Max to throw first. Game on. Und das ist jetzt ein richtungsweisendes Leg, das wir jetzt hier erleben werden. Das ist ein Riesenunterschied, ob Christian Bunse mit 4-6 oder 3-7 in die zweite Pause geht. Ja, und man darf nicht vergessen, sollte er aus der Pause wiederkommen, hätte er auch gleich den Anwurf. Und kann deswegen gleich wieder von vorne Dampf machen. Also jetzt zuschnappen, zugreifen. 97. Für beide Spieler. Ja, und der ist sehr, sehr weit oben. Und das sind so ein bisschen die Darts, die wir
gestern beziehungsweise an den 60. ersten vier Tagen der Super League häufiger gesehen haben von Max Hopp. Sehr, sehr weit nach oben und unten von der Triple 20 weg. Das ist die Gefahr bei diesem sehr, sehr druckvollen Wurf von Max Hopp, der ganz krass durchzieht. Das erhöht so ein bisschen die Chance, dass man diesen Release Point verpasst. 96. Und Christian Bunse, der braucht hier zwei Triple. Eins ist da. 134. Ja, wichtige Darts. Jetzt hat er hier so ein bisschen die Führung übernommen in diesem ganz, ganz wichtigen 10. Leg der Partie. 100. 6 Darts für 210 Punkte. In welche Position bringt sich der gebürtige Paderborner? Einen da noch rein und 98. Es wäre alles ganz hübsch, aber auch die 112 im Bereich des Möglichen. Und jetzt kommt wirklich darauf an, wie viel Druck. Komm auf diese 112. Der ist gut. Ein zweiter wäre richtig wichtig. 140. Ah, tolle Darts von Max Hopp. Und da sehen wir es an der Reaktion. Der weiß, das war wichtig, hier nochmal Druck zu machen. Was macht Bunse? Und er hat sich das nach dem ersten Dart schon erledigt. Zieht den Dart in die 4. 81. Und da war vielleicht die 140 von Max Hopp auch nochmal nochmal wichtig, next um require Bunse 45. Zu zeigen, Junge, die 112 müssen es sein. Sonst steht es gleich 7-3 und du stehst nach der Pause mit dem Rücken zur Wand. 13 für Doppel 16. Wichtiger Dart jetzt für den Maximizer und Game den nutzt er. In 18 Hopp. Darts zum 7-3. Max Hopp mit 4 Legs in Front vor der zweiten Pause. Wir sind gleich wieder für euch da. Zurück mittendrin im zweiten Viertelfinale der Hülo PDC Europe Super League 2021 zwischen Christian Bunse und Max Hopp. Und der Maximizer hat sich vor der Pause bzw. in der bisherigen Partie in eine gute Ausgangsposition gebracht. Führt hier mit 7-3 und Christian Bunse, der weiß, viel kann er sich nicht mehr erlauben. Zwei Legs noch für den Maximizer und er stünde im Halbfinale, wo er es mit dem Mann an meiner Seite zu tun bekommen würde. Mit Martin Schindler, 100. Der mit mir in der Kommentatorenbox sitzt. Ja, das Ganze hier von der Anzahl der Darts her alles ein bisschen höher, als wir das im ersten Viertelfinale von dir gesehen haben, Martin. Aber da ist auch schwer Schritt zu halten mit deinem Average von über 100 Punkten bei deinem 9-1 gegen Nico Springer. Ja, da hat es natürlich gerade scoretechnisch gepasst. Und auch gerade auf die Finishes, dann habe ich, glaube ich, unterwegs fast gar nichts liegen gelassen. Und das war dann natürlich auch echt wichtig. Nico hat mir Chancen gegeben, also hat selber auch wirklich hervorragend mitgescored, aber dann die Chancen, die ich hatte, musste ich da jetzt 140. zuschlagen. Und wenn es dann natürlich klappt, umso mehr Entspannung für einen selber. Ja, wir haben auch gerade mit Nico Springer im Interview nochmal sprechen können. Der hat auch gesagt, die 121 von dir auf Bullseye zum Break, kurz vor der Pause zum 4-1, das war schon ein richtungsweisender Moment. Ja, 136, die können natürlich gehen. Doppel 8. Game shot and ja. The 11th leg Christian zum 12th Data für Christian Bunse. Das erste High Finish der Partie. Und ein ganz, ganz schickes noch dazu. Ja, und wenn man es sich nochmal überlegt, ich glaube, Christian hat gerade noch. Nein. Oh, das sieht man auch nicht häufig. 3 Darts in die Triple 1. Ist auf jeden Fall auch wieder was für YouTube. Glaube ich, früher oder später. Ich glaube, das meistgeklickte 3x111-Video müsste, glaube ich, Larry Butler sein. Larry Butler bei der Lakeside-WM der BDO. Ja, klasse Antwort hinterher. 180! 6 Triple von Max Hopp, ja, genau. Um in dieses 12. Leg reinzukommen. Wirft im Prinzip 6-mal die identische Höhe. 45. Und das Ganze unterm Strich minimaler Unterschied von 171 Punkten dann. Nummer 7 in Folge. Ja, schade. Das hätte ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. 90, jemand, der nach 99. 9 gespielten Darts 132 Rest hat, indem er mit 3x Triple 1 anfängt und dann 2x 180 hinterher wirft. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wir haben schon so viel Großartiges 140. gesehen hier bisher in der Hülo PDC Europe Super League
an den ersten vier Turniertagen. Und dieser Viertelfinaltag, der möchte den Vieren da in nichts nachstehen. So viel ist schon klar. Und Maxop macht das hier richtig gut auf seinen Anwurf. Nach 12 Darts bei 79 Rest, da ist es dann schwierig für Christian Bunse ranzukommen. So geht's aber, so geht's. 180. Max requires 180 für Bunse. Fünfte der Partie. Da ist Druck auf diesen 79. Jetzt keine Single 11. Doppel 11, ein Dart in der Hand. Oh, den zieht er nach unten. Das haben wir 73. Gestern schon ein, zwei Mal gesehen von Max Hopp, dass er das falsche 51. Doppel nach unten hin trifft. Und das waren wichtige Darts für ihn. 51 Rest für Bunse. Zum Break, um hier wieder ranzukommen, um wieder dabei zu sein. 19. Ja, und da verpasst er zwei wichtige Darts. Max Hopp steht bei 6 Punkten Rest. Aber alles andere als ein dankbares Doppel. Diese Doppel 3, du darfst keine Single 3 jetzt werfen. Und wenn die Darts genauso stecken, baust du dir das Doppel halt auch zu. Wichtiger Dart. Game Shot und der ist drin. Absoluter Big Pointer für den Maximizer. Nur noch ein Leg entfernt davon, hier in die Vorschlussrunde einzuziehen. 8-4 Führung. 140. Für den Mann, für den das ein absolutes Heimspiel ist hier in Niedernhausen aus Idstein. Unweit von hier. 100. Und einer der Säle hier im H-Plus Hotel. Der heißt sogar Idstein. Also, wenn sich Max Hopp hier nicht wohlfühlt, dann weiß ich es doch auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass auch unsere Scoring-Grafik gleich wieder da ist. Christian Bunse nach 240ern bei 221 Punkten Rest. Max Hopp, der bleibt auf Tuchfühlung. 261 Punkte für ihn. 57. Auch 164 Rest nach 9 gespielten Darts für Bunse. Hopp bräuchte einen 97, um gleich zu ziehen. Jetzt ein Triple für Finish. 60. Christian, you require 164. 164 Punkte für Christian Bunse. Ja, und jetzt haben wir hier übergangsweise die Scoring-Grafik von Dart Connect. Bin mir sicher, unsere Jungs aus der Regie haben auch gleich unsere Scoring-Grafik wieder 100. Parat. Na, das haben wir ja schon die letzten Tage festgestellt, dass die Regie hervorragend ist in ihrem Job. Wir haben gestern das perfekte Zusammenspiel erlebt von The Wall und der Regie. 60. Jede Aufgabe, Christian, die Martin Schindler gestellt 64. hat, war innerhalb von 5 Sekunden erfüllt. Jetzt hier 64 Punkte für Christian Bunse. Doppel 16, sonst gibt es gleich die Chance für Max Hopp 48. auf die 141. Mit einem absoluten Highlight ins Halbfinale 1 zu ziehen. Das ist noch möglich. 90 Punkte Rest. Bullseye hätte es sein müssen für Tops. Ja, da hätte der zweite Dart hingesollt. 126. Bleibt bei 15 Rest. Christian requires 16. Bunse, Doppel 8, um hier am Leben zu bleiben. Wichtiger Dart. 8. Und das dürfte es gewesen sein, glaube ich. Max requires 15. Max Hopp, 7 für die Doppel 4 oder 3 für Doppel 6. 3 für Doppel 6 hat er versucht. Jetzt sind es dann die 7 auf Umwegen. Doppel 4. Und der Maximizer, der hat es. Steht nach diesem 9-4 Erfolg gegen Christian Bunse im Halbfinale. Lange musste der Maximizer kämpfen, um überhaupt im Viertelfinale dabei zu sein. Jetzt scheint der Knoten langsam aufzugehen. Und Max Hopp steht unter den Top 4 der Hülo PDC Europe Super League 2021. Das ist ganz schwer.